Hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und wie jede Woche würden wir Ihnen gerne hier ein paar interessante Trades der letzten Tage vorstellen, ein paar interessante Werte, um es einfach auszudrücken. Da haben wir zum einen den Wert FUBO, den Wert aus dem Broadcasting-Bereich, wo wir diese Woche sehr hohes Optionsvolumen hatten, gerade nach der ersten Meldung, die zu diesem Wert dann über den Ticker kam. Vor 3 Tagen war das Ganze, gab es hier den Ausbruch, der Wert ist von 27 bis auf über 40 in den letzten 2 Tagen gestiegen, hat natürlich den entsprechenden Push bekommen durch das hohe Optionsvolumen. Hier war eine Meldung ausschlaggebend im Bereich Sportwetten, der Wert selbst kommt aus dem Bereich Broadcasting. Kann ein ganz interessanter Titel werden. Sie sehen ja hier schon mal den ersten extremen Ausbruch, den wir hier Mitte Dezember haben, der dann aber auch sehr schnell wieder korrigiert wurde. Also das ist so ein typischer Wert, der natürlich besonders interessant für Optionstrades ist. Bei Aktien als Langfristinvestment sind die Schwankungen natürlich sehr, sehr hoch in diesem Bereich, aber gibt Ihnen kurzfristig sicherlich ganz gute Chancen und gerade durch die hohe implizierte Volatilität, die wir hier auch sehen, ist das natürlich ein Wert, der auch sehr gute Prämien Ihnen generieren kann, ob das jetzt hier über einen Put-Verkauf ist oder über einen Credit-Spread. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele interessante Möglichkeiten und im nächsten Schritt wollen wir natürlich Ihnen auch wie jede Woche mal 1, 2 Werte von den letzten Videos noch mit zeigen, von den letzten Übertragungen, also nichts zu verpassen. Subscriben Sie bitte hier zu unserem Kanal, dass Sie auch in Zukunft diese Videos mitverfolgen können. Hier werden Sie vielleicht sich noch erinnern können, hatten wir den Energiesektor XLE als ETF. Das Ganze war, glaube ich, so Ende des letzten Jahres, so Anfang dieses Jahres mit diesem Ausbruch. Das Ganze war Anfang diesen Jahres mit diesem Ausbruch und dementsprechend interessant, wo wir hier dieses extrem hohe Call-Volumen hatten, was Sie unten noch sehen. Und seitdem ist der Wert von 39 hier in der Spitze bis auf über 43 Dollar gestiegen. Wir haben den Gewinn jetzt der Option, da sie diese Woche ausläuft, mitgenommen, aber auch als Aktie sehr schöne Chartformation. Wir können es uns vielleicht auch noch etwas weiter im Detail anschauen, dann werden Sie nämlich sehen, dass hier natürlich noch der Hochkurs von Mitte Juni als nächste Hürde vielleicht für einen kompletten Ausbruch dann interessant ist, aber charttechnisch sieht das natürlich momentan bei XLE besonders interessant aus, wie der ganze Sektor natürlich, der in den letzten, speziell in den letzten 2 Wochen hier sehr, sehr gut gelaufen ist. Und das war, sage ich mal, so ein Idealbeispiel. Sie sehen hier dieses große Optionsvolumen fast so hoch, wie wir es heute nochmal haben. Also die Bewegung scheint sich fortzusetzen und auch der Energiesektor scheint hier ein ganz interessanter Bereich für die aktuelle Woche darzustellen. Das vielleicht nur mal kurz noch als Rückblick für die Werte der letzten Videos, der letzten Übertragungen und jetzt noch 2 Titel aus der aktuellen Woche. Das waren jetzt besonders Quartalszahlen-Trades, wo jetzt auch die ersten Zahlen wieder kommen. Zum Beispiel Wells Fargo wird jetzt, wenn Sie das Video anschauen, ist wahrscheinlich die Zahlen auch schon gelaufen sein. Hier gab es jetzt Wetten, dass der Wert auf 35 oder über 35 ausbricht. Wir sehen, der Wert ist jetzt hier genau angekommen, hat das Ganze auch schon Anfang des Jahres begonnen. Wir sehen hier dann auch wieder dieser Anstieg, wie schon oft erwähnt, im Optionsvolumen natürlich verbunden auch mit einer entsprechenden Bewegung im Chart. Und was für uns immer wichtig ist, der Wert ist noch nicht wirklich am Allzeithoch oder am 52-Wochen-Hoch. Das sind natürlich ganz wichtige Argumente, dass so ein Titel hier noch ausbrechen kann. Hier ist es natürlich auch noch besonders interessant, weil gerade bei Optionen wissen wir natürlich, dass in dem Bereich jetzt, können wir uns auch kurz den Wert einmal anschauen, dass in diesem Bereich das Ganze gerade vor den Zahlen dann besonders nach oben geht, weil hier natürlich auch die implizite Volatilität in der Form steigt. Wir sehen es hier sehr gut, hier unser Ausstiegskurs. Aktuell sind wir bei 90 Cent der Option. Vor 2, 3 Tagen war das Ganze noch bei 50 Cent. Also auch da
über einen sehr kurzen Bereich schnell mal ein paar Prozent mitnehmen können, weil der Trend für uns gepasst hat und natürlich der heutige Tag hat dann den Ausschlag gegeben. So kurz vor den Zahlen, die Erwartungen sind wohl ganz gut. Man hätte hier erwarten können, wie das Ganze natürlich nach den Zahlen dann morgen aussieht. Die kommen vor bloßem Beginn, aber das ist dann so ein Stück weit auch, ich will sagen, ein Stück weit Glücksspiel. Die Option kann man natürlich immer ziehen, wenn man meint, okay, da ist noch mehr machbar. Und da kommt natürlich dann im Speziellen auch die Option zum Tragen. Wells Fargo ist jetzt nicht unbedingt ein, wer da ganz große Sprünge nach den Quartalszahlen durchführt. Das können wir vielleicht auch mal uns anschauen im Chart. Wenn wir ein Stück zurückgehen, Sie sehen hier im Charting wenige Gaps. Das heißt, wir können es auch an der implizierten Volatilität ganz gut festmachen. Hier hatten wir mal die Quartalszahlen. Das sind immer diese Momente, wo die implizierte Volatilität dann wieder zurückgeht. Dann haben wir auch hier im Oktober, glaube ich, so in diesem Bereich die Quartalszahlen gehabt. Also da bleiben große Sprünge, wie es vielleicht bei Twitter, bei Snapchat oder anderen Werten der Fall ist, eher aus. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich sind die Quartalszahlen immer ein Faktor der Unsicherheit. Und das lässt natürlich die Optionsprämien, die implizite Volatilität steigen, was man auch ein Stück weit in dem Moment für sich nutzen kann. Also hier mal ein Beispiel, wo es wirklich kurz reinging, um ein paar Prozente mitzunehmen. Mal sehen, wie das Ganze dann in der Form aussieht, wenn Wells Fargo die Zahlen bringt. Sie werden es wahrscheinlich mit dem Video dann schon gesehen haben. Ein ganz anderer Titel von gestern noch, das war mal ein wirklich spezieller Quartalszahlentrade, weil wir am gleichen Tag hier oder am einen Tag später schon mit 100% aussteigen konnten. Wir sehen, ich hoffe, Sie können das erkennen, hier wirklich ein Riesengap bei Intel. Wir hatten die gute Bewegung am Tag der Zahlen. Wir sehen auch hier nochmal schön diesen Anstieg der implizierten Volatilität, der die Optionsprämien von Haus aus natürlich schon steigen lässt. Und dann gab es diesen Sprung, sodass man natürlich nach diesem Sprung auch dann sofort den Gewinn realisieren kann. Da muss man auch mal beachten, welche Bewegungen oder Sprünge sind eingepreist. Ganz so einfach ist es nicht, sonst könnte man natürlich sagen, man geht immer für den Quartalszahlen long und short und nimmt natürlich dann so einen Sprung in eine der beiden Richtungen mit. Viele Bewegungen sind natürlich schon vom Preis der Option mit drin. Da können wir auch mal bei einer späteren Video-Tutorial drauf schauen, dass wir einfach mal ein paar Werte rausgreifen. Ich glaube, Tesla ist da auch ein ganz gutes Beispiel. Da sehen Sie, wenn der Wert nach den Zahlen nur 5 oder 10% steigt, wird die Option für sie wahrscheinlich sogar fallen, weil dies in der Form über die implizite Volatilität schon wieder eingepreist war. Also das sind natürlich dann spezielle Dinge jetzt für den Optionshandel, aber ich glaube, Intel mit dem Sprung und dem Gap vom letzten Quartalszahlen. Also man sieht es hier, es ist eigentlich genau anders, als wir es bei Wells Fargo haben. Das wäre jetzt ein Wert, wo ich sage, mit Quartalszahlen und diesen Sprüngen eher im Bereich Optionstrades, denke ich mal, machbar. Bei Aktien ist es natürlich auf dem langen Horizont jetzt auch nicht so schlimm, aber im kurzfristigen Bereich sind das natürlich Risiken, wo hier in der Form auch kein Stop greift. Und das sind natürlich diese Dinge, die dann auch das Risiko oder den Verlust, sage ich mal, erhöhen. Bei den Optionen, wenn ich jetzt als einfacher Käufer agiere, ist mein maximales Risiko natürlich immer das investierte Kapital. Und das ist in der Form in der Regel natürlich lange nicht so hoch, wie wenn Sie direkt bei einer Aktie investiert sind. Also das mal noch die zwei Titel, die wir diese Woche noch mit als interessante Werte hier rausfiltern könnten. Jetzt, da wir direkt in der Quartalssaison in Amerika sind, werden natürlich viele Werte jetzt auch speziell vor den Quartalszahlen ein Stück stärker frequentiert. Das heißt, da muss man dann immer speziell darauf achten, woher kommt dieses Optionsvolumen. Aber in der Form werden natürlich noch einige dieser Titel in den nächsten Wochen sehen. Und ja, nur so zur Erinnerung, Ende Januar, Anfang Februar, das ist so die Hauptzeit, wo alle großen Firmen kommen, ob es Apple, Facebook, Google sind, Tesla. Da werden wir natürlich dann speziell auf diese Titel auch nochmal im Detail eingehen. Also von daher, vergessen Sie nicht, zu unserem Kanal zu subscriben und hoffe, wir dürfen Sie hier beim nächsten Mal wieder begrüßen. Vielen Dank. Ich bin gerade mal bei den ganzen Links.